Spiegel unser Bild. Ihr dürft doch lachen. Alle uns gegenseitig anlachen, genau, im Spiegelbild. Und ich wollte euch mal besuchen kommen, weil ich sehen wollte, was ihr hier alles macht und ich schon ganz viel von ihm gehört habe und von, ich weiß nicht, ob Palufias hier alle kennen, der sozusagen mich hierher gelotst hat. Die meisten ja. Weil ich wissen wollte, was ihr hier alles leistet und wie das Training auch läuft. Vielleicht traue ich mich sogar Handschuhe anzuziehen, wenn ich darf, vielleicht auch nicht. Ich bin auch Staatssekretär, so wie Gonja, und bin als Chef der Staatskanzlei so ein bisschen derjenige, der... Der Chef von allen. Aber bin heute auch hier, weil ich hier, wie Gonja schon sagte, in Köln, Ehrenfeld und Nippes für den Landtag kandidiere und dementsprechend versuche... In der zentralen Lage. Wieder rein, ja? Genau. Rein nach vorne. Rein nach vorne. Ich bin heute hierher gekommen, um mit diesem Projekt Faustkämpfer ein Projekt zu zeigen, was diesen Wahlkreis auszeichnet. Eine irre Dynamik, soziales Engagement, integratives Engagement, sportliches Engagement, was hier mit Vorbild gelebt wird. Und ich kann allen nur empfehlen, zur Wahl zu gehen. Ich würde mich freuen, für diesen Wahlkreis zu arbeiten in Düsseldorf, um noch mehr Projekte wie dieses hier zu unterstützen, die die Besonderheit dieses Veedels, Ehrenfeld und Nippes herausstellen. Und damit auch diese Arbeit unterstützen. Mir ist wichtig für Ehrenfeld und Nippes dafür mich einzusetzen, dass wir weiterhin viel Sicherheit hier haben, dass man sich sicher im öffentlichen Raum bewegen kann, dass wir gute Bildung für jedes Kind, egal welcher Herkunft, anbieten können, ob Kita, Schule, Ausbildung, Studium, und dass wir auch beim Verkehr, bei der Mobilität alles dafür tun, dass moderne Mobilität in Ehrenfeld und Nippes möglich ist. Biz ana dilinin okulda daha iyi bir şekilde öğretilmesi için projeler başlatacağız. Bu aynı zamanda CDU'nun seçim programının içinde de yazıyor zaten. Aynı zamanda da dinsel çoğunluğu altını çiziyoruz biz. CDU olarak bizim için bu çok önemli bir konu. Bence çok çok güzel bir proje. Etrafınıza baktığınız zaman neredeyse %100'ü burada bulunan insanların hepsi göçmen kökenli. Sadece Türkiye'den, Türkiye kökenli insanlar değil, farklı farklı ülkelerden insanlar gelmiş. Bir tek antrenör Alman, onun dışında herkes yabancı kökenli. Ve buradaki gençlere haftanın 3 günü antrenman olanağı sağlanıyor. Yani dışarıda boş vakitlerini daha pozitif bir şekilde burada geçirmelerini sağlıyor.